Heute möchte ich ein bisschen über Briar Creek sprechen. Es birgt einen wahren Schatz. Kann entkommen. Hallo ihr Leseratten, ich möchte euch heute mein Monatshighlight von Juni 2020 vorstellen. Und zwar Gemmas Gedanken von Lynn-Rina. Ich hasse schon mal gedacht, dass mir dieses Buch gefallen würde, weil die Thematik mich ansprach und ich ihren Schreibstil seit Staubkrönung sowieso sehr gerne mag. Und von daher war ich wahnsinnig neugierig auf dieses Buch und habe es innerhalb von 4 Tagen verschlungen. Man kann es nicht anders sagen als verschlungen, weil ich konnte es kaum noch aus der Hand legen. Es ist wahnsinnig gut aufgemacht, also nicht nur von außen, sondern auch von innen. Überall gibt es so Washi-Tape und das nicht einfach nur überall das Gleiche, sondern immer wieder verschieden, was ich schon mal richtig klasse finde. Diese Vögel, die Tauben, die hier drauf sind, die Origami-Tauben, spielen hier eine sehr, sehr große Rolle. Und man kann sie sogar nachbasteln, weil hinten ist die Anleitung dafür drin. Was ich auch richtig klasse finde. Soviel zum Optischen. Worum geht's in Gemmas Gedanken? Und was ist es überhaupt für eine Art von Buch? Es ist ein Near-Future-Jugendthriller, der so 50 bis 70 Jahre in der Zukunft spielt. Und in dem alles ein bisschen anders ist als bei uns, wie wir es jetzt kennen. Denn Gedanken sind nicht mehr frei. Gedanken werden ausgelesen, archiviert, gespeichert, gegen einen verwendet, etc. pp. Es gibt immer wieder, ich glaube, alle halbe Jahre, einmal im Jahr, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, gibt es die Gedankenauslese, wo man eben die gesamten Daten oder die gesamten Gedanken in den Computer speichert und nachschaut, ob man irgendwelche psychischen Krankheiten hat, etc. Damit ist eben so ein Gesundheitscheck gegeben, das eben auch für den Arbeitgeber ist das wichtig, denn nur durch diesen Gesundheitscheck weiß man eben, okay, der ist fit genug für diese Arbeit und wer nicht zur zum Gesundheitscheck, zur Gedankenauslese geht, hat wirklich Schwierigkeiten, einen Job zu finden, weil man nicht sicher gehen kann, dass derjenige gesund ist. Und dann die Vorstellung ist schon ein bisschen heftig, aber okay. Gemma schreibt Tagebuch. Immer nur ganz kurz und kurz angerissen, was passiert ist, aber sie schreibt Tagebuch. Und damit man das nicht auslesen kann, was sie da schreibt, schneidet sie sich immer in den Finger kurz danach, damit die Gedanken von den letzten 5 Minuten eben von dem Schmerz überlagert werden, dass man sie eben nicht auslesen kann, dass dieses Tagebuch für sie geheim bleibt. Nun ist es endlich an der Zeit, dass sie auszieht. Sie hat ihre Ausbildung abgeschlossen und wird nun bei Biolog Medical anfangen als Technikerin. Und diese Firma ist eben dafür zuständig, um diese Gedankenkontrolle, Gedankenauslese durchzuführen. Und ja, was soll ich sagen? Sie zieht, wie gesagt, aus, endlich, und will gerade ihr Tagebuch im Badezimmer in einer Klappe verstecken, damit es eben niemand findet. Und findet dort ein weiteres Tagebuch mit ihrer Handschrift und Erinnerungen, die nicht ihre sind. Ja, damit nimmt das Ganze seinen Lauf und sie will natürlich herausfinden, was es mit dem Tagebuch auf sich hat. Was sind das für Erinnerungen, die zwar von ihr stammen anscheinend, aber nicht ihre sind. Sie hat auch die Angewohnheit, dass sie von jedem Tag aufschreibt, welche Personen ihr gerade wichtig sind. Und da tauchen Namen auf, oder zumindest ein Name jedenfalls, den sie nicht kennen. Und irgendwann ist auch ihre beste Freundin nicht mehr unter den Personen, die ihr wichtig sind. Alles so Dinge, wo sie sich fragt, was ist passiert? Wie kann das sein? Und sie nimmt die Spur auf und ja, gerät in einen Strudel aus Ereignissen, die sich überschlagen, die alles umwerfen. Es gibt Wendungen noch und nöcher. Es ist alles total verworren und nichts ist, wie es scheint. Und das macht dieses Buch so extrem spannend, weil man nicht weiß, was erwartet einen als nächstes. Was ist beim nächsten Kapitel, bei der nächsten Seite, beim nächsten Absatz? Was kommt als nächstes? Und es ist so, so gut gemacht. Es ist einfach nur der Hammer schlechthin. Ich kann es jedem raten, der so ein bisschen Science-Fiction mag, so Zukunftsbücher mag, die ich inzwischen auch sehr gerne lese. Und ja, schaut es euch einfach mal an. Es ist auf jeden Fall ein Jugendbuch, definitiv. Aber es ist auf jeden Fall so, so toll. Ich meine, das Büchlein hat mal eben über 500 Seiten und ich habe es einfach mal in 4 Tagen ausgelesen. Ich habe bei anderen Büchern, die so viele Seiten haben, länger gebraucht. Aber in ihren Büchern fliegt man einfach so durch. Das ist einfach so. Okay, das war's von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag und lest Gemmas Gedanken.